Spirit. Holy Spirit, come to Galilee. With the living water, set my life on fire. Set my life on fire. Set my life on fire. Set my life on fire with the Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, God, you dwell in my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, God, you dwell in my heart. Set my life on fire with your love. My body is a temple of the living God Most High. I live in the light of the sun. The apple of His eye. I pray for the moon of the living God Most High. I live in the light of the sun. Oh, Holy Spirit, we thank and praise you, Holy Spirit. Anoint us, Holy Spirit. Empower us, Holy Spirit. Stärke uns, Heiliger Geist. Yes, my dear friends, welcome to this 8th episode of our online Sunday school and katholische Glaubensschule. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu unserer 8. Einheit über die online Sonntagsschule oder Sunday School oder die katholische Glaubensschule. Yes, we will sing one more song in German to ask the Holy Spirit to anoint this whole program. Wir singen jetzt noch ein Lied in Deutschland, in Deutsch, damit uns der Heilige Geist wirklich salbt. Mein Heiliger Geist wird alles euch lehren, alles, was ich gesagt. Beachtet mein Wort, betrachtet mein Wort, Leben gebe ich euch. Neugeboren aus dem Geist sind wir sein neues Volk. Er ist unser Herr und Gott und wir sein neues Volk. Mein Heiliger Geist wird alles euch lehren, alles, was ich gesagt. Beachtet mein Wort, betrachtet mein Wort, Leben gebe ich euch, Leben gebe ich euch. Yes, my dear friends, we began yesterday the first chapter of the Catechesi Tadende. Meine lieben Freunde, gestern sind wir mit dem ersten Kapitel des apostolischen Schreibens Catechesi Tadendre angefangen. That's a very exciting title. We have but one teacher, Jesus Christ. Und das Thema gestern stand unter diesem aufregenden Titel: Unser einziger Lehrer ist Jesus Christus. Yeah. And we learned another important word, Christocentricity. Und noch ein anderes wichtiges Wort haben wir gestern gelernt, nämlich Christuszentralität. So, this teaching, this apostolic teaching is the heart of the teaching of the church about the whole ministry of the catechism in the whole Catholic Church. Und dieses Schreiben ist das Herz der Lehre über den Katechismus in der Kirche. So, we understood, I read one word, what is very important in the second paragraph or in the second stanza of the fifth paragraph. In the first place, it is intended to stress that at the heart of catechesis, we find
in a sense a person, the person of Jesus of Nazareth, the only son from the Father, full of grace and truth. He suffered and died for us, and who now, after raising, is living with us forever. Und wir wiederholen noch einmal den Satz, den wir im zweiten Absatz gelesen haben, nämlich, dass im Kern der Katechese wesentlich eine Person vorzufinden ist, nämlich Jesus von Nazareth, einziger Sohn vom Vater, voll Gnade und Wahrheit, der für uns gelitten hat und gestorben ist und der jetzt als der Auferstandene für immer mit uns lebt. That is generally when we think about Catechism, we learn so many laws and so many prayers, so many rituals, but what is important is a person, Jesus Christ, and having communion with him. Gewöhnlich, wenn wir über Katechismus nachdenken, dann denken wir an Gesetze, an Vorschriften, an Gebete und an rituelle Dinge, die wir dort lernen. Aber in erster Linie geht es um eine Person, mit der wir Gemeinschaft haben sollen. Ja. Now, so, we continue in that paragraph. It is Jesus who is the way and the truth and the life. And Christian living consists in following Christ, the Sequela Christi. Wir machen weiter in diesem Paragraphen und es heißt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Somit besteht das christliche Leben darin, Christus nachzufolgen. Das christliche Leben ist eine Nachfolge Christi. So, what is the purpose of this learning? Also, was ist jetzt die Absicht dessen, was wir hier lernen? The most important purpose is for a Christian living. Die erste und wichtigste Absicht ist, dass es geht um unser christliches Leben. Yes. That is following Christ. Und das heißt, Christus nachzufolgen. Now we come today to the third paragraph of, or the third stanza of the paragraph 5. Also wir sind jetzt, kommen heute jetzt zur dritten Aussage des Paragraphen 5. The primary and essential object of catechesis is, to use an expression dear to St. Paul and also to contemporary theology, the mystery of Christ. Da heißt es, der wesentliche und wichtigste Inhalt der Katechese ist, um einen Ausdruck zu verwenden, der dem heiligen Paulus lieb war, aber auch von den zeitgenössischen Theologen geschätzt wird, das Geheimnis Christi. Yes. Catechizing is in a way to lead a person to study this mystery in all its dimensions, to make all men see what is the plan of the mystery, comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, know the love of Christ which surpasses knowledge, and be filled with all the fullness of God. Katechisieren heißt in gewisser Weise, jemanden anleiten, dieses Geheimnis in all seinen Dimensionen zu erforschen. Enthüllen, wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist. Mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und die Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alles Erkennen übersteigt. Mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. It is therefore to reveal in the person of Christ the whole of God's eternal design, reaching fulfillment in that person. Es geht also darum, in der Person Christi den gesamten ewigen Plan Gottes aufzuzeigen, der sich in ihr erfüllt. It is to seek to understand the meaning of Christ's actions and words and of the signs worked by him. Es ist das Bemühen, die Bedeutung der Taten und Worte Christi und der von ihm gewirkten Zeichen zu verstehen. For
they simultaneously hide and reveal his mystery. Denn sie verhüllen und offenbaren zugleich sein Geheimnis. Accordingly, the definitive aim of catechesis is to put people not only in touch, but in communion, mm-hmm. in intimacy with mm-hmm. Jesus Christ. Only he can lead us to the love of the Father in the Spirit and make us share in the life of the Holy Trinity. In diesem Sinn ist es das Endziel der Katechese, jemanden nicht nur in Kontakt, sondern in Gemeinschaft, in Lebenseinheit mit Jesus Christus zu bringen. Er allein kann zur Liebe des Vaters im Heiligen Geist hinführen und uns Anteil am Leben der allerheiligsten Dreifaltigkeit geben. You know, this each sentence and each word speaks very deeper understanding of our faith. Also jeder Satz und jedes Wort spricht hier von einem tieferen Verständnis unseres Glaubens. See, that is the very special of the all papal teachings. Also das ist eine Besonderheit aller päpstlicher Schreiben. So generally people don't like to read it because they don't easily understand this. Und gewöhnlich lesen die Menschen das nicht so gerne, weil es eben nicht so leicht zu verstehen ist. Therefore, it need explanation. Deswegen braucht es eine Erklärung. And with the explanation we have to learn this, then it will illumine us, it will give us great wisdom. Und wenn wir das aber, wenn wir die Erklärungen bekommen, dann wird es uns erleuchten und wir werden Weisheit und Erkenntnis empfangen. So all those who are going to participate in this great project of online Sunday school, you must patiently study this, taking time. Also alle, die an dieser katholischen Glaubensschule teilnehmen, die möchte ich ermutigen, Geduld zu haben und es wirklich langsam und intensiv zu lernen. This whole project of Sunday school spreaded into 15 years of study. Und diese ganze katholische Sonntagsschule breitet sich aus in 15 Jahre Studium. Yeah. That is a child may begin at 4 years. Also es fängt an mit einem Kind vielleicht im Alter von 4 Jahren. And by around 19, 20 years that child should become a matured man or woman, and all these years the child has a possibility to study, to grow into maturity. Und mit 19, 20 mag das Mädchen oder Junge erwachsen geworden sein. In all diesen Jahren hat es die Möglichkeit, eben gewinnbringend das zu studieren und zu lernen. Even then we will not be able to cover the whole catechism. Und selbst dann sind wir nicht in der Lage, den ganzen Katechismus hier einzubringen. We will see, then if necessary, we will have a adult catechism continuation of that. Und wir werden sehen, wenn es notwendig ist, werden wir noch eine Erwachsenenkatechese anfügen. And so in these 15 years, every year 60 classes, so about 900 classes, 900 videos, 900 teaching sessions with the teacher and children we have to produce. Also in diesen 15 Jahren haben wir dann in jedem Jahr 60 Klassen und so werden wir insgesamt 900 Klassen haben, die wir auf Video produzieren. So imagine how much patience we need to do it. Also stellt euch vor, wie viel Geduld wir brauchen, um das alles zu tun. So we are working as a team. Wir arbeiten zusammen als Team. I don't know how many years it will take to make these 900 sessions and 15 years of content and upload in a very beautiful way. Also ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird, bis wir diese 15 Jahre Schulung mit den 900 Videos wirklich gut online gebracht haben. But we know one thing,
If you are going to run a marathon, you have to start from the first step. Und aber eins wissen wir, wenn du einen Marathon laufen willst, dann musst du anfangen mit dem ersten Schritt. Halleluja. Halleluja. That's what we are doing. Und das haben wir jetzt gemacht. We started running. Wir sind angefangen. Now today is the eighth day. Heute ist der achte Tag. Surely it will go more than 900 days. Wahrscheinlich wird es länger als 900 Tage. Ja. Yeah. So we are that is our project. Das ist unser Projekt, unser Vorhaben. But it is for the good of the our children, our youngsters, the future of the whole church and the world. Es geht um unsere Kinder, um die Jugendlichen, um die Heranwachsenden, um die Zukunft unserer Kirche und unserer Welt. Yeah. So, you know, another interesting thing is when we build a house, how many floor you have to build? Accordingly, you need a strong foundation. Also, ein anderes Beispiel, wenn wir ein Haus bauen wollen, entsprechend wie viele Etagen wir bauen wollen, entsprechend brauchen wir ein starkes Fundament. Yeah. So I understand how big is the tower we are going to build through this catechism school. So we need a very strong foundation. Also ich weiß, wie hoch das Haus sein wird, was wir durch die katholische Glaubensschule bauen werden. Und deswegen weiß ich auch, dass wir eine ganz gute Grundlage brauchen. Yeah. A school with 900 classes. Also eine Schule, eine Glaubensschule mit 900 Klassen. 15 years of formation. 15 Jahre Ausbildung. So therefore, we need a strong foundation. The best is from the Holy Catholic Church, the official teaching of the Church. Und dafür brauchen wir eben dieses wunderbare, starke Fundament. Und das ist am besten, wenn wir das von der Lehre der katholischen Kirche nehmen. Yes. So, once again, I want to tell you, before this Catechism of Catholic Church was produced. Ich möchte noch einmal wiederholen, bevor es den Katechismus der katholischen Kirche gab. This Catechesi Tridende was the teaching which was motivated the church leaders to make this teaching. Davor gab es eben dieses apostolische Schreiben, Catechesi Tridende, und das war die Motivation der Theologen, der Priester, der Bischöfe, wirklich den Katechismus zu entwickeln. Therefore, we need to learn this. Und deswegen müssen wir das lernen. Often we may have so many negative thoughts. People speak about these teachings, negatives. Oft haben wir wahrscheinlich schon so viele negativen Äußerungen gehört, die Menschen, Christen über diese katholischen Lehren ausgesprochen haben. I'll tell you right an example. Also ein Beispiel gebe ich euch dafür jetzt. Somebody say, oh, did Abraham studied all the theology or Catholic teaching to become having that faith, or Noah studied? Und zum Beispiel sagt jemand, hat etwa Abraham alle diese Dinge studiert bis und kam danach zu einem so starken Glauben, oder Noah? So such questions even now people are asking us. Solche Fragen werden uns auch heute noch von Leuten gestellt. So we have to understand they. Through them we got God revealed step by step, so that today we have the right teaching how to grow in the faith. Also wir müssen das so verstehen, dass Gott eben durch diese Menschen Schritt für Schritt Dinge geoffenbart hat, so dass wir jetzt wirklich diese Lehre zur Verfügung haben, die wir jetzt lernen müssen. Ja. They did not go to university, they did not go to any other scientific subjects. Sie sind nicht zur Universität gegangen oder haben irgendwelche Wissenschaften studiert. So, we are going into all these institutions, therefore we need to study more. Aber wir besuchen alle diese Einrichtungen, wir sind diesen Einflüssen ausgesetzt und deswegen ist es unsere Pflicht, mehr zu studieren, mehr zu lernen.
Okay. I am telling these examples so that already you are cautioned that there will be so many negative thinkings may come into us. But the church teaches us that we need for the children teachings with the reasonings. Also ich sage euch das, weil alle diese Einflüsse, diese Anfragen vielleicht an uns gestellt werden, aber ich sage euch eben auch, wir müssen lehren unsere Kinder und Jugendlichen von Grund auf. So there is no doubt about this teaching, that you should make it very clear. Also uns sollte ganz klar sein, dass es über die katholische Lehre keinen Zweifel gibt. That is why these teachings are constitution. This is a teaching of the church as a constitution. That is, we are bound to accept these teachings. Also diese Lehren, die wir jetzt hier zusammentragen, sind konstitutionell und sie binden uns an die Kirche. Yeah. So, now we go once again. Sorry, I am explaining more and more. It is just to make you at home. Also, ich möchte, dass ihr immer mehr beheimatet werdet hier drin. Deswegen gebe ich ab und zu solche Erklärungen. The primary and essential object of catechesis is to use an expression dear to St. Paul and also to contemporary theology, the mystery of Christ. Also wiederholen noch einmal, der wesentliche und wichtigste Inhalt der Katechese ist, um einen Ausdruck zu verwenden, der dem heiligen Paulus lieb war, aber auch von den zeitgenössischen Theologen geschätzt wird, das Geheimnis Christi. Yeah. See the two first two words as primary and essential object. Also hören wir noch einmal diese ersten beiden Worte. Der wesentliche und wichtigste Inhalt. Yeah. So all these words have a lot of meaning. Also alle diese Worte, jedes einzelne Wort hat so eine große Bedeutung. Primary. Wesentlich. That is, we are in a step-by-step revelation toward the mystery of Christ. Das heißt, wir sind Schritt für Schritt in einer größeren Offenbarung immer näher zu Christus hin. So in that there is a first step, second step, third step. Like that there is step-by-step growth is required. Also da gibt es den ersten Schritt, den zweiten Schritt und so Schritt für Schritt schreitet die Offenbarung voran. So Kindergarten, Primary School, High School and University. Like that there is a growth. Also da ist ein Wachstum wie Kindergarten, Grundschule, Oberschule, Studium, yeah. Universität. So therefore we have to understand what is primary. In the Catechism. Also und deswegen müssen wir verstehen, was ist wesentlich im Katechismus. The second point is essential. Und das zweite ist dann das Wichtigste, der wichtige Inhalt. Another word we can say necessity. Necessity. Also das andere, was wir noch sagen könnten, ist das Notwendige. Yeah. Like a man need a cloth, that is a necessary. Also genauso wie ein Mensch Kleidung braucht, so gibt es eben auch hier eine Notwendigkeit. You need a little food. Wir brauchen ein bisschen was zu essen, Entschuldigung. That is a necessary. Das ist eine Notwendigkeit, dass wir essen. Essential. Wesentlich. Yes. She may not need a luxurious food, but a minimum food. Also wir brauchen vielleicht nicht Unmengen von Essen, aber eine gewisse Anzahl von Essen brauchen wir. Yes. That is called essential. Das heißt wichtig. So, primary and essential object of catechesis is to use an expression dear to St. Paul and also the contemporary theology, the mystery of Christ. Der wesentliche und wichtigste Inhalt der Katechese ist, um einen Ausdruck zu verwenden, der dem heiligen Paulus lieb war, das Geheimnis Christi. Christ is a great mystery. Christus ist ein großes Geheimnis. But
A child can understand in a level of understanding. A youth has to understand in a level of understanding. An adult has to understand in another level of understanding. Also in einem Grad von Verstehen kann es ein Kind verstehen, in einer anderen Stufe des Verstehens kann es ein Heranwachsender verstehen und ein Erwachsener hat wiederum eine andere Stufe des Verstehens. So it is a great mystery of Christ. Also es ist dieses große Geheimnis Christi. I am remembering a story now. Ich erinnere mich gerade an eine Geschichte. A priest who is a theologian was asked by his superior to go and take a catechism class for the kindergarten children. Also ein Priester, der Theologe ist, wurde von seinem Vorgesetzten gebeten, eine Kindergartengruppe zu unterrichten. So he is a theologian who is teaching to theology students. Normalerweise war er ein, also er ist ein Theologe, der es normalerweise gewöhnt ist, zu Theologiestudenten zu sprechen. So he was in a difficulty how to deal with these little children. Also jetzt war er wirklich in Schwierigkeiten, wie er mit diesen kleinen Kindern umgehen sollte. So when he thought an idea. Und dann hatte er eine Idee. He thought first to ask the children what they think about God. Und er dachte, er fragt am besten die Kinder erstmal selber, was sie über Gott denken. So he asked them, oh, children, hello, how are you? What do you think how God is? Und dann begrüßte er die Kinder und sagte, hallo Kinder, sagt mal, könnt ihr mir sagen, wie Gott ist? Then they started talking, chatting with one another. Und dann haben sie miteinander gesprochen und ausgetauscht. And one girl lifted her hand. Ein Mädchen war mutig und zeigte auf. Okay, yes, speak. Ja, bitte, sprich. And she said, God must be like a big Mother Teresa. Gott muss sein wie eine große Mutter Teresa. And everybody clapped. Und alle klatschten Beifall. And see, this is how we understand God in a language of children. Also, das ist die Art und Weise, wie wir Gott verstehen in der Sprache der Kinder. So, in catechesis, now we are going to see the next sentence. As I read this sentence, you will know a catechism teacher, how that teacher will lead with that sentence. A song she will sing. Und im nächsten Satz sehen wir jetzt, wie jemand, der Katechese leiten will, wie er das tut, indem er ein Lied gebraucht. Yeah. Let's read. And what is the song? Und dann fällt uns dieses Lied bestimmt ein, wenn wir den nächsten Satz lesen. Catechizing is in a way to lead a person to study his mystery in all its dimensions, to make all men see what is the plan of the mystery, comprehend with all the same, what is the breadth and length and height and depth, know the love of Christ which surpasses knowledge. Katechisieren heißt in gewisser Weise jemanden anleiten, dieses Geheimnis in all seinen Dimensionen zu erforschen, enthüllen, wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist, mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alles Erkennen übersteigt. Yeah. What song is coming to your mind? Welches Lied kommt in euren Sinn? Can you sing that? Gottes Liebe ist so wunderbar. Yeah. Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß, so hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar hoch. Halleluja. Halleluja. So, I think we are already in the Catechism class now. Also, ich glaube, wir sind jetzt schon in dem Katechismusunterricht. Although it is a very joyful song,
Obwohl es so ein frohes Lied ist. We all know this song. Wir alle kennen es. But the content and the depth of that is so great, which is a big mystery. Aber der Inhalt dieses Liedes ist so überwältigend. Das ist ein großes Geheimnis. Ja, yeah. Thank you, Angelica. Already she has written this song. Angelika hat das Lied jetzt schon gerade aufgeschrieben. Dankeschön. So, these are the familiar expressions, but we must learn this with a deep understanding. Ja, das sind so gewöhnliche Ausdrucksweisen, aber wir müssen sie lernen eben mit diesem tiefen Verständnis. Yeah. Simply singing and clapping and saying goodbye and going is not enough. Also es ist einfach nur singen und dazu ein bisschen klatschen und dann zu sagen, das war's und tschüss, das reicht nicht. So here it is written, catechizing is in a way lead a person to study this mystery in all its dimensions. Also hier heißt es, katechisieren heißt in gewisser Weise jemanden anleiten, dieses Geheimnis in all seinen Dimensionen zu erforschen. Yeah. It is a challenge. Das ist eine Herausforderung. First of all, as parents and religion teachers, we must know this. Also wir als Eltern oder als Religionslehrer müssen das zuerst einmal wissen. Yeah. Then we have to find out how the Holy Spirit lead us to make the children understand in a way Holy Spirit will help us to make them understand. Und dann müssen wir unter der Führung des Heiligen Geistes herausfinden, wie der Heilige Geist uns hilft, das in einer verständlichen Weise den Kindern oder Heranwachsenden nahezubringen. This is a theological mystery. Das ist ein theologisches Geheimnis. But it is possible for the children to understand this. Aber es ist möglich, dass die Kinder das verstehen. Yes. So once again, catechizing is in a way to lead a person to study this mystery in all its dimensions. Also noch einmal, katechisieren heißt, jemanden anleiten, dieses Geheimnis in all seinen Dimensionen zu erforschen. Ja. Study a mystery in all dimensions. Ein Geheimnis in allen seinen Dimensionen zu erforschen. So it is not completed in one day or in one year. It will take many days and years. Also es ist nicht in einem Tag oder in zwei Tagen, in einem Monat fertig, auch nicht in einem Jahr. Das dauert mehrere Jahre. So we have to go step by step. Und so geht es Schritt für Schritt. Then that child slowly learn it, then the child grow and the child will grow in the understanding. Also erst lernt das Kind das Schritt für Schritt und dann wächst das Kind heran und es wächst auch in seinem Verstehen heran. But the church teaches us what is catechizing in a way to lead a person to study this mystery. Also und hier wird uns gelehrt, was katechisieren heißt, nämlich eine Person anzuleiten, das zu erforschen. So first of all, we have to understand, we are going to study a mystery that is a thing which is not easy to understand. Also zunächst einmal muss uns klar sein, dass wir hier ein Geheimnis erforschen wollen, was nicht einfach so zu verstehen ist. Ja. As an example, nochmal ein Beispiel. We know through reasoning in intelligence, we know 1 + 1 = 2. Also mit unserer Intelligenz können wir ergründen, dass 1 + 1 = 2 ist. But Jesus says 1 + 1 = not 2. It is a big one. Aber Jesus sagt, 1 + 1 = nicht 2, sondern er sagt, 1 + 1 ist ein ganz großes. 1 + 1 = a big one. Also 1 + 1 ist ein großes, eine große 1. Because that is how the mystery is. So müssen wir das, die Geheimnisse verstehen. Yeah.
So Jesus said this in Matthew chapter 19. Also wir finden das, dass Jesus das selber sagt in Matthäus 19. With regard to man and woman about marriage. Da geht es um Mann und Frau und um die Heirat. Verse 6, 19:6 says, or 5 onwards, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Da heißt es, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch. See? One plus one, they are two. But he says, no, they are one flesh. Das ist also eins plus eins, und wir denken, es sind zwei. Aber Jesus sagt, nein, sie werden ein Fleisch. So they are no longer two, but one flesh. Again he says, they are no longer two. Dann wiederholt Jesus das noch einmal und sagt, sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Isn't it interesting? Yes. So this is called mystery. Das nennen wir Geheimnis. Mystery. Geheimnis. So St. Paul teaches us the mystery of Christ. Also Paulus spricht vom Geheimnis Christi. Exactly, he said in another place in Ephesians chapter. Yeah, in Ephesians, we already heard in Ephesians what he's written about this mystery, but in Ephesians there is another word very clearly speak about this mystery. Also wir haben das eben mit der Höhe und Breite schon aus dem Epheserbrief gehört, aber es gibt noch eine andere Stelle, wo er ganz explizit über dieses Geheimnis spricht. Rococo galefilco tessa tessa tim 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 twilihi. This is how to know the books of the letters of St. Paul. Also das sind die Abkürzungen, mit denen man dann schnell die Reihenfolge der Briefe des heiligen Paulus lernt. Rococo, Romans, Corinthians, Corinthians. Rococo heißt Römer, Korinther, Korinther. Galefilco. Galefilkol heißt Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Galater, Epheser, Philippa, Kolosser. Tessa tessa tim tim tit filihi. Tessa tessa. Tessa tessa tim tim. First Thessalonians, Second Thessalonians. Das heißt also 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher, 1. Tim, Timotheus, 2. Timotheus. Tit, Titus. Philmon und Hebräer. Und Hebräer. Rokoko, galefilko, tessa tessa tim tim tit filihi. Romkoko, galefilko, tessa tessa tim tim tit filihi. So these are all we have to learn in the catechism. To teach the children, okay? Also auch das werden wir noch in der Katechismusschule lernen, um es den Kindern weiterzugeben. But I'm so excited. Children are much forward. They may even sing all the books of the Bible. Yeah, also ich bin überzeugt, die Kinder sind so eifrig, dass sie nicht nur die Paulusbriefe, sondern die ganzen Names of all the books of the Bible. Ja, die ganzen Bücher, die Namen der Bücher lernen können. Der Heiligen so, Schrift. In Ephesians chapter 5. Also wir gehen jetzt zum Epheserbrief Kapitel 5. St. Paul says, 31-32 says. Im Vers 31 und 32 im 5. For this Kapitel, reason a man shall leave his father and his mother and he joined to his wife. And the two shall become one flesh. This is a great mystery. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. But I speak in reference to Christ and the church. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Yeah, so I want to bring this point. Christ is a mystery. Also, ich wollte das zu diesem Punkt bringen, dass Christus ein Geheimnis ist. Now let's go to chapter 3, verse
which is mentioned here. Jetzt gehen wir in das dritte Kapitel, da sind wir bei den Ausdrücken, die hier gebraucht wurden. Verse 9 says, and to bring to light for all what is the plan of the mystery hidden from ages past in God who created all things. Und zu enthüllen, wie jedes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. That is what this teaching is referred to. Darauf bezieht sich eben das Zitat hier in Katechese Kathedre. So, a vision, this teaching St. John Paul II has quoted here is referring to two passages of St. Paul, Ephesians 3:9 and 3:18-19. Also Paulus, also hier werden zwei Stellen von Paulus zitiert, einmal Epheser 3:9 und dann Epheser 18 und 19. So 3:9 says, maybe we must read 3:8 onwards. To me, the very least of all the holy ones, his grace was given to preach the Gentiles the inscrutable riches of Christ and to bring to light for all what is the plan of the mystery hidden from ages past in God who created all things. Also wir lesen zuerst einmal Epheser 3, 8 und 9. Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade geschenkt. Ich soll den Heiligen als Evangelium den unergründlichen Reichtum Christi verkündigen und enthüllen, wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. And verse 18, 19 says, in the same chapter, that rooted and grounded in love, you may have strength to comprehend with all the holy ones what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. Und dann heißt es in den Versen 18 und 19 im selben Kapitel, ihr sollt zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. Weiter. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Yeah. I tell you, this word has become a very impressive in my life because the fullness of God, we can be filled with all the fullness of God. Also ich kann euch sagen, dieses Wort hat sich mir sehr tief eingeprägt. Vor allen Dingen dieses Erfülltwerden mit der ganzen Fülle Gottes. Wie kann das gehen? Can you imagine? Können wir uns das vorstellen? We are ordinary human beings. Wir sind ganz gewöhnliche Menschen. We are sinners. Wir sind Sünder. But God loves us. Gott liebt uns aber so sehr. And Christ revealed to us. Und Christus offenbart sich and uns. His love is so great, so wonderful. Seine Liebe ist so groß und so wunderbar. It's beyond our human understanding. Es übersteigt unser menschliches Verstehen. But that fullness we can receive that fullness. Aber diese Fülle, diese ganze Fülle, die können wir empfangen. That is how we have to encounter first itself Christ. Und deswegen müssen wir zuerst einmal Christus selbst begegnen. So that is what Pope is teaching in this, the church is teaching in this teaching. Das ist, was uns die Kirche in diesem apostolischen Schreiben lehrt. Yeah, now we read it again, so you'll understand more better. Jetzt lesen wir es noch, wiederholen wir es nochmal. What means catechizing? Dann verstehen wir, was wirklich katechisieren heißt. Catechizing is in a way to lead a person to study this mystery in all its dimensions. Katechisieren heißt, jemanden anleiten, dieses Geheimnis in all seinen Dimensionen zu erforschen. Yeah.
So it's not simply telling stories. Also es geht nicht nur um Geschichten erzählen, das ist nicht genug. I don't generally agree with this idea of Bible stories. Bible is not simply a story. Also ich bin oft mit diesem Begriff Bibelgeschichten nicht einverstanden, weil die Bibel ist keine Geschichte. It is a mystery. Es ist ein Geheimnis. But for children we say stories, but then für Kinder sagen wir schon Geschichten, aber it is not a story. Es ist keine Geschichte. Story is a novel, a fiction. It cannot be a real. Eine Geschichte ist eine Novelle oder was Erfundenes. Es ist nicht unbedingt Realität. So we have to make them understand. We have to ourselves understand. Bible is not a story. It is not a mythology. It is a mystery. Und wir selber müssen zuerst einmal verstehen, die Bibel ist keine Geschichte, es ist auch keine Mythologie, es ist ein Geheimnis. Yeah. So, to make all men see what is the plan of the mystery. Enthüllen, wie jedes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist. That is the great teaching of St. Paul in verse 9 we already read. And to bring to light for all what is the plan of the mystery hidden from ages past in God who created all things. Und das haben wir jetzt schon im Vers 9, ne? Yes. Im Vers 9 gelesen. To bring to light und for all. Und enthüllen, wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. Ja. So, God himself will help us to bring to light for all. Also Gott selber wird uns helfen, dieses Licht zu enthüllen und es allen zugänglich What zu machen. What is the plan of the mystery hidden from ages past in God who created all things? Und zu enthüllen, wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. So, we have to recognize this mystery can be revealed to all. That is our target, our task. Also, wir müssen realisieren, wir müssen erkennen, dass dieses Geheimnis allen offenbart werden soll. Das ist unsere Aufgabe. And God himself will help us to do that. Und Gott selber ist es, der uns anleitet, das zu tun. And he continues here, comprehend with all the saints, what is the breadth and length and height and depth, to know the love of Christ which surpasses knowledge. Und dann heißt es hier weiter, mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alles Erkennen übersteigt. And be filled with. So one thing is to understand, which we don't understand. Also das eine ist, dass wir das verstehen, was wir nicht verstehen können. How it is. Wie es ist. So the Holy Spirit will help us to understand what is beyond our understanding. Also der Heilige Geist ist es, der uns da zu Hilfe kommt, das zu verstehen, was unser Verstehen übersteigt. And to be filled with the fullness of God. Und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt zu werden. Yesterday we learned a quote from Saint Catherine of Siena, that our soul can contain God and God can contain our soul. Also gestern haben wir dieses Zitat von der heiligen Katharina von Siena gelernt, dass unsere Seele, the soul is in God, unsere and Seele God ist, is in the soul. Dass Gott in unserer Seele ist und unsere Seele in Gott ist. And Jesus himself said, whoever eat me and drink me, in him I remain. Und Jesus selbst hat gesagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. How full or half? Ist das halb oder ganz? So Jesus cannot come in us half. He also can only give full. Jesus kann gar nicht halb in uns kommen. Er kann sich immer nur ganz geben. Ja.
So that's very interesting point. That is the basic of our faith. Das ist etwas Interessantes. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Even from the baptism time. Sogar von der Taufe an. So I will show you. Ich werde es euch noch mal zeigen an diesen beiden Kerzen. This is our Paschal candle, the red one. Das rote ist unsere Taufkerze. Paschal candle. Osterkerze. Osterkerze. Mm-hmm. And this is our baptism candle. Und das weiße ist unsere Taufkerze. Now you, maybe a child or whoever maybe, when you were baptized. Also wer immer ihr auch gewesen seid, als ihr getauft wurdet. Now see. From this light, this is Jesus. Also diese Osterkerze steht für Jesus. From this light, Jesus. Von diesem Licht Jesu. Through baptism. Durch die Taufe. We receive light. Empfangen wir dieses Licht. Now see, have you received full or half? Jetzt schaut euch das an. Habt ihr das Licht voll oder nur ein bisschen empfangen? Ah. So that's the point. Das ist we der Punkt. We receive the fullness. Also wir empfangen immer die ganze Fülle von Christus. Ja. Verstanden? Habt ihr es verstanden? This is for everybody. Das gilt für jeden. Amen. Amen. So right from the baptism, also we are in the fullness. Beginnend mit der Taufe sind wir bereits in dieser Fülle. But we must learn what it means and aber wir müssen lernen und verstehen, was diese Fülle bedeutet. And to believe it and to experience it. Und wir sollen es glauben und erfahren. Ja, now continuing. Jetzt machen wir weiter. It is therefore to reveal in person of Christ the whole of God's eternal design, reaching fulfillment in that person. Es geht also darum, in der Person Christi den gesamten ewigen Plan Gottes aufzuzeigen. Yeah. Now this candle is Jesus. Also diese Kerze steht für Jesus. Person Jesus. Für die Person Jesu. But in him the whole of God's eternal design reaching fulfillment. Read the same sentence. In dieser Person Jesu zeigt sich der ganze ewige Plan Gottes. Yeah. The whole eternal plan is in that person. Also der ganze ewige Plan Gottes ist in dieser Person Jesu Christi. So, this whole eternal plan means we need to learn it in so many varieties or so many number of mysteries. Also das heißt, diesen ganzen Plan Gottes müssen wir in so vielen Verschiedenheiten und so vielen Geheimnissen lernen und verstehen. Yeah. I am learning, but even after 30 years of learning the catechism, I am so eager to learn more and more. Also ich lerne es und ich muss euch sagen, selbst nach 30 Jahren Lehre des Katechismus habe ich Eifer, es mehr und mehr zu lernen und zu verstehen. Because it's the eternal, he is eternal, he is eternal wisdom. Weil, you can never complete learning. Weil Gott ist ewig, er hat eine ewige Weisheit und wir kommen an kein Ende mit unserem Lernen. And reaching fulfillment in that person. So fulfillment in that person. Der sich in ihr erfüllt. Mhm. That when we receive Jesus with all this faith and understanding, we have a fulfillment and Jesus will also have a fulfillment. Also wenn wir dieses Erkennen und Verstehen in seiner ganzen Fülle ergreifen, dann haben wir diese Fülle und Jesus ist auch in dieser Fülle. That is fulfillment. Das ist die Erfüllung. Then we will not feel or we will feel such a great joy. Und dann werden wir so eine große Freude erleben. And great confidence. Und Zuversicht. It is to, now continuing, it is to speak to understand the meaning of Christ's action and words and of the signs worked by him. Es ist das Bemühen, die Bedeutung der Taten und Worte
und der von ihm gewirkten Zeichen zu verstehen. That is how to understand his eternal plan. Also, das geht darum, seinen ewigen Plan zu verstehen. He himself has shown us through his words. Er hat uns das selber gezeigt durch seine Worte. Through his action. Durch seine Taten. And through the signs worked by him. Und durch die gewirkten Zeichen. Yes. Like Christ's action. Die Taten Christi. His words. Seine Worte. As an example, a leper came to Jesus. Ein Beispiel, da kommt ein Leprakranker zu Jesus. He said, and the leper adored Jesus and said, Lord, if you will, you can make me clean. Und der Aussätzige fällt vor ihm nieder und sagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du machen, dass ich rein werde. Immediately Jesus said, yes, I will. Und sofort sagt Jesus, ja, ich will. So that is his word. Das ist sein Wort. But then what he did? Aber dann tut er auch noch etwas. Then he stretched his hand and touched him. Er streckte seine Hand aus und berührte ihn. Be clean. Und sagte, sei rein. So the word and action together. Also da ist es das Wort und die Tat zusammen. And immediately in that Augenblick he became completely new. Und sofort in einem einzigen Augenblick war er ein vollständig neuer Mensch. That is what is written in the Bible, Augenblick, Matthew chapter 8. Das steht tatsächlich so in der Bibel, in einem Augenblick unter in Matthäus 8. So here now when we explain this for the children, we already have a animation film made about this. We will also show this. Ich kann euch sagen, wenn wir es den Kindern erklären, dann haben wir schon einen Zeichentrickfilm über genau diese Episode. Ja. Chapter 8, 3. Also im 8. Kapitel bei Matthäus, Vers 3. He stretched out his hand, touched him and said, I will do it, be made clean. His leprosy cleansed immediately. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagt, ich will es, werde rein. Im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein. That I like very much that word. Ich mag dieses Wort im gleichen Augenblick sehr gerne. Augenblick. That is the blick of the eye. Also, das ist dieser Blick in den Augen. Augenblick. The leprosy is now, what is a sign about it? Now here also, was ist dieses Zeichen dabei? Sign is, he has come to make the mankind completely new. What is also impossible Zeichen, for man, he can do. Das Zeichen ist, dass er die Menschheit vollständig neu machen will. Das, was für Menschen unmöglich ist. A leprosy cannot be cleaned by any medicine or any human nature, also, human action. Also ein Aussätziger kann nicht reingemacht werden durch irgendwelche Medizin oder durch irgendwelche menschlichen Handlungen. So we can see these three things happening there. Also wir sehen hier in diesem Beispiel, dass genau diese drei Dinge geschehen sind. Christ's action, das Handeln Christi, and words, sein Wort, and of the signs worked by him, und die Zeichen, die durch ihn gewirkt wurden. These three things are happening at that time. Also in dieser Zeit während dieses Vorgangs geschahen diese drei Dinge. So we have to learn what means this action, his word and his sign means through the catechism. Also durch die Katechese müssen wir lernen, was das heißt, seine Worte, seine Taten, seine gewirkten Zeichen. I don't explain much more because then it will not stop here. Also ich kann jetzt nicht weiter erklären, sonst hören wir gar nicht mehr auf. For they simultaneously hide and reveal his mystery. Denn sie verhüllen und offenbaren zugleich sein Geheimnis. Yeah.
That also we can see. After this, Jesus told him, don't tell anybody this. Und auch das sehen wir in dieser Stelle, weil danach sagt Jesus, erzähle niemandem davon. Go to the priest and show yourself. Geh zu den Priestern und zeige dich ihnen. But he went and made everything public. Aber er ging weg und erzählte überall davon. So, a mystery has two parts. One part, it must be hidden. It is not to be shown to everybody. Also, ein Geheimnis hat immer diese beiden Seiten. Es muss erst einmal verhüllt sein. Es soll nicht sofort jedem gezeigt werden. But this man cannot hide it. He was a leper, completely deformed, but now he is completely a different person. He cannot hide it. Aber dieser Leprakranke, der kann das überhaupt nicht verstecken. Er war ja vorher ganz voller Aussatz und jetzt ist er auf einmal rein. So, naturally everybody, hey, who are you? Also natürlicherweise sieht ihn jeder und jeder sagt, hä, wer bist du? You are that leper? Bist du dieser, der da vorher Leprakranker war? Yes, I was a leper. Ja, ich war ein Leprakranker. I am no more a leper. Jetzt nicht mehr. So that is not easy for somebody to believe. That is why Jesus said, go to the priest and get a certificate. Das ist nicht so leicht, einfach so zu glauben und anzunehmen. Deswegen sagt Jesus ja auch, geh erst zu dem Priester und lass das bestätigen. So, Jesus told him, don't tell anybody. But he cannot, by his own appearance, everybody come to know that. Also Jesus sagt, sag es einfach noch keinem, aber er kann es gar nicht verschweigen, denn schon durch sein Erscheinen sieht jeder, was geschehen ist. So, every mystery has two parts. One part is, it has a hidden nature, another part, it has a mysterious revelation or open nature. Also das ist so, dass jedes Geheimnis eben diese beiden Seiten hat. Eine Seite, dass es etwas Verhüllendes hat und das andere eben, dass es offenbart. So we have to learn why he said to hide it, why he said not to tell anybody. Also wir müssen verstehen, warum Jesus das gesagt hat, es im Verborgenen zu halten und es nicht eben zu erzählen. Yeah, so all that we have to learn. Auch das, all das müssen wir lernen. So, for simultaneously hide and reveal his mystery. Also das Geheimnis gleichzeitig zu verhüllen und zu offenbaren. Yeah. Accordingly, the definitive aim of catechesis is to put people not only in touch, but in communion, in intimacy with Jesus Christ. Also es ist das Endziel der Katechese, jemanden nicht nur in Kontakt, sondern in Gemeinschaft, in Lebenseinheit mit Jesus Christus zu bringen. Ja. So, three words here. Not only in touch, nicht nur in Kontakt, but in communion, aber in Gemeinschaft, in intimacy, in Lebenseinheit. So, now it is the same thing here, that Jesus touched him. Also es ist wieder dasselbe, Jesus hat ihn berührt. Jesus spoke to him by a word, yes, I will do it. Und Jesus hat zu ihm gesprochen durch das Wort, ich will es, werde rein. And so he became completely healed. Und so wurde er vollständig geheilt. That is a communion. Und das ist dann eine Gemeinschaft. That Jesus as God entered into his soul and in his whole personality completely changed. Also dass Jesus als Gott in diese Seele eingedrungen ist und so die ganze Persönlichkeit verwandelt hat. So that is possible not only for a leper, it is possible for every one of us. Und das gilt nicht nur für einen Leprakranken, sondern das gilt für jeden von uns. So that is why when we receive baptism, this is what happens in the baptism in the Holy Communion. Also das ist das, wenn wir die Taufe empfangen, was in der Taufe geschieht oder was geschieht, wenn wir die Heilige Kommunion empfangen. And the result is, we get into an intimacy. God and man become an intimate friend. Und an was intimacy. Dadurch geschieht, ist, dass wir in eine Lebenseinheit mit Jesus Christus kommen. Gott und Mensch treten in eine Lebenseinheit miteinander ein. That is the reason he touched him. He, according to the law, a leper should not be touched.
Deswegen hat Jesus den Leprakranken berührt, obwohl es eigentlich vom Gesetz her verboten war. But he touched him. Aber er berührte ihn. Whom do we touch? Wen berühren wir? We touch a person whom we love. Wir berühren diejenigen, die wir lieben. We even hug a person because we love that person. Wir umarmen sogar eine Person, wenn wir sie lieben. So that is a sign of intimacy. Es ist das ein Zeichen der Intimität, der Lebensgemeinschaft. Yeah. So, not only to touch, but in communion, in intimacy with Jesus Christ. Also die Katechese will nicht nur in Kontakt bringen, sondern in Gemeinschaft, in Lebenseinheit mit Jesus. Only he can lead us to the love of the Father. Und nur Jesus kann uns zur Liebe des Vaters führen. In the Spirit. Im Heiligen Geist. And make us share in the life of the Holy Trinity. Und so kann er uns Anteil geben am Leben der allerheiligsten Dreifaltigkeit. So, when Jesus comes in us, he is one with the Father and the Holy Spirit. Also wenn Jesus in uns kommt, wenn er in unsere Seele eintritt, dann ist er eins mit dem Heiligen Geist und mit dem Vater. So automatically we receive the Holy Trinity in us. Also so empfangen wir dann sozusagen automatisch die allerheiligste Dreifaltigkeit in uns. So that is why we are Emmanuel, God with us. Darum ist er der Emmanuel, der Gott mit uns. So God is with us. First is Christ comes in, he gives us the Holy Spirit, so the Father also comes in us. Also zuerst kommt Christus zu uns, er gibt uns den Heiligen Geist und dann kommt auch natürlich der Vater dazu. So in John chapter 14:23. Also wir lesen das auch im Johannesevangelium 14:23. 14:23. Johannes 14:23. Jesus answered and said to him, "Whoever loves me will keep my word." Wer immer mich liebt, wird mein Wort festhalten. And my Father will love him. Mein Vater wird ihn lieben. And we will come to him and make our dwelling with him. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Who are these we? Wer sind diese wir? Jesus, the Father, der Vater, and the Holy Spirit, und der Heilige Geist. So that is how the mystery, the experience of God in us. Das ist das Geheimnis der Erfahrung Gottes in uns. But this Trinitarian experience we receive only first when we experience Jesus. Aber diese Erfahrung der allerheiligsten Dreifaltigkeit in uns machen wir nur, wenn wir zuerst einmal Jesus erfahren. So we heard in the last paragraph, he is the way and the truth and the life. Und so haben wir es in dem ersten Paragraphen gehört, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. He is the way to the Father. Er ist der Weg zum Vater. He is the truth to the Father. Er ist die Wahrheit, die uns zum Vater führt. So he will lead us to the Father. Er führt uns zum Vater. So naturally there is Holy Spirit. Und dann ist da natürlicherweise auch der Heilige Geist. So that is what the kingdom of God means. Das ist das, was mit Reich Gottes gemeint ist. In Catechism paragraph 2565 says. Im Katechismus 2565. In the New Covenant, prayer is the living relationship of children of God with their Father, who is good beyond measure, with his Son Jesus Christ and with the Holy Spirit. Im Neuen Bund ist das Beten die lebendige Beziehung der Kinder Gottes zu ihrem unendlich guten Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. The grace of the kingdom is the union of the entire holy and royal Trinity with the whole human spirit. Die Gnade des Gottesreiches ist die Vereinigung der ganzen heiligsten Dreifaltigkeit mit dem ganzen Geist des Menschen. Halleluja. Halleluja. So that is the intimacy. Das ist Intimität, Einheit. So we conclude here
Wir schließen jetzt hier. Thank you all those who are now listening and all those who are going to learn in the Catechism School. Ich danke allen, die jetzt zugehört haben und auch allen, die das in der Glaubensschule lernen werden. Yeah. So all the teachers and the parents must learn these first episodes of the teaching of Catechesi Chadande, then we will have a passion for leading our children and others into this mystery. Also alle Lehrer, alle Katecheten, alle Eltern müssen erst diese ersten Paragraphen von Catechesis Tadende lernen. Erst dann haben wir Geduld und Ausdauer, das auch an unsere Kinder und Heranwachsenden weiterzugeben. I hope you are happy. It is little explanatory, but this is how the Holy Spirit is leading. Also, ich hoffe, ihr seid glücklich. Es ist alles ein bisschen langatmig, aber das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist uns führt. Oh, Holy Spirit. Oh, Heiliger Geist. Thank you for this explanation. Danke für diese Ausführungen. Help us to learn this way more and more. Hilf uns auf diese Art und Weise mehr und mehr zu lernen. Help the whole family, children to learn this. Hilf den ganzen Familien und den Kindern, das zu lernen. Help the whole church to learn this. Hilf der ganzen Kirche, das zu lernen. Sende deinen Geist aus und alles wird neu. 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 Amen. Amen. Thank you. God bless you. Danke. Gott segne euch alle.